Hallo und willkommen zu einer nicht weiteren Folge von The Walking Dead, denn in der letzten Folge, in der Folge 15, habe ich Lilly zurückgelassen. Und da gingen die Meinungen schwer auseinander. Ich stellte ja die Frage, ob du Lilly mitnehmen würdest oder sie auch zurücklassen würdest. So, jetzt möchte ich mal genau das Gegenteil hier ausprobieren und dir dann die Frage nochmal stellen. Rein aus Interesse. Ich habe mir noch hinterher den Kopf zerbrochen, was du wohl getan hättest, wenn du wüsstest, was Lilly dann tut. Und ich möchte gerne ein paar Kommentare vortragen zu diesem Thema, die einige von euch geschrieben haben. Zum Beispiel hat Tobi geschrieben, ich hätte sie auch da gelassen, alleine schon, weil sie Ben umbringen wollte und Doug umgebracht hat. Oder hier von Speedpainter. Nein, ich hätte sie auch nicht zurückgelassen, weil sie selbst ein Mensch ist und man keinen im Stich lässt oder keine Freunde im Stich lässt. Von Nightwing kam, ich hätte sie nicht mitgenommen, weil sie ein Kind erschießen wollte und sie wahrscheinlich die Gruppe gefährdet hätte. Der Meinung, diese Meinung ist meiner Meinung sehr nah. Was haben wir noch? Ich hätte sie mitgenommen, da sie eine gute Führerin ist. SNES-Forum schrieb, ich glaube wirklich, entscheiden könnte ich das nicht. Ja, sie ist eine Mörderin und gefährlich, aber jemanden so zurücklassen könnte ich, glaube ich, nicht. Aber vermutlich ist es die beste Entscheidung auf lange Sicht. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass man sie zufällig noch später im Spiel begegnet. Wer weiß. Elias schrieb, ich hätte Lilly mitgenommen, weil ihr Vater vor kurzem erst gestorben ist und sie deshalb jetzt schon eine schwere Zeit durchmacht. Und Niklas schrieb noch, ich hätte sie mitgenommen, weil sie sehr gute Pläne hatte und sehr gut mit Waffen umgehen konnte. Dazu gerade in so einer Zeit kann man es sich nicht erlauben, noch mehr Leute zu verlieren. So, und nun würde ich gerne den Rücklauf starten. Ich bin schon ein bisschen weiter jetzt gewesen. Deswegen ist das hier zensiert, was du noch nicht gesehen hast. Keine Sorge, keine Sorge. Ich krieg das alles schon hin. So, Streit unterwegs. Hier machen wir eben weiter. Ich habe den Spielstand kopiert. Es kann nichts passieren. There! I got him! Now, what the fuck's the problem? Ben! No! Drop it! Holy fuck. Kenny, what's happening? Keep Duck away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. I didn't mean to. It wasn't supposed to be him. What are we gonna do with her? Leave her for the walkers. Ken, Lee! Why? Why, Lily? Just get in. We'll figure out what to do with you. It's a bad idea, Lee. She's a murderer, for shit's sake. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Is that true, Lee? Yes. Fucking hell. Were you ever gonna get around to telling me that? You got a little girl with you. To hell with it. I don't have anything left. I don't want to hear left. It from either of you. Just get in. Lee, a word, please? Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us.
And I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. I'm leaving. I'm not going to hurt you. Come with me. We could take the RV right now. You left the keys in it. Come on, Lily. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Let's focus on the train. Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Ja. Kann ich mich bewegen? Ja. So viel dazu. Also, sie hätte unsere Gruppe so oder so verlassen. Allerdings, naja, so viel zu einer guten Führerin in Anführungsstrichen. Sie hätte uns hintergangen und beklaut und ich bin immer noch der Meinung, dass sie eine große Gefahr für unsere Gruppe gewesen wäre. Und jetzt stelle ich dir die Frage nochmal. Hättest du Lily mitgenommen, ja oder nein? Und warum? Jetzt mit dem Wissen, dass sie dich hinterher verarscht. Ich könnte mir vorstellen, dass einige schreiben werden, ich hätte sie trotzdem mitgenommen, weil man sie nicht sterben lassen wollte zum Beispiel. Aber nun gut. Das war's mit der kleinen, ich sag mal, Special-Folge zu The Walking Dead. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar und deine Meinung, wie sie jetzt aussieht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten richtigen Folge The Walking Dead. Bis dann.